Moin Leute, ich bin Celine, 20 Jahre jung und kandidiere für die Studierendenwahlen dieses Jahr. Moin, ich bin Aaron, ich bin 22 Jahre und ich studiere Mathe und Politik. Und wir kandidieren beide für die Liste AFA. Einmal Liste 6 und einmal Liste 7. Wir sind gespannt. Zum Stichpunkt Digitalisierung. Mehr Online-Veranstaltungen, ja oder nein? Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Wir sind da eindeutig für ja. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass Veranstaltungen auf Video aufgenommen werden und dann online abrufbar sind. Das wäre dann um einiges flexibler für viele Studierende. Was muss sich an der Uni dringend ändern? Was sich auf jeden Fall an dieser Uni für mich ändern muss und nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Studierenden, sind die Semestergebühren. Die steigen jedes Jahr weiter an. Und mittlerweile sind wir oder gehören wir zu den Universitäten, die den höchsten Beitrag für die Semestergebühren verlangen. 350 bis 380 Euro, das ist so viel, wie meine Bude im Monat kostet. Und das ist für mich kein flexibles Studieren und auch kein Studieren für jedermann oder jede Frau. Ein anderer Punkt, der sich unserer Meinung ganz stark und ganz schnell verändern muss, ist die Infrastruktur an der Uni. Das ist für uns zum Beispiel, dass in einigen Gebäuden man ewig lange suchen muss, bis man eine Steckdose findet, dass die Situation der Fahrradständer manchmal ein bisschen kritisch ist, vor allem bei gutem Wetter. Und generell denken wir, dass es noch um einiges ausbaufähig ist und Vorschlag von uns, den wir seit Jahren fordern, Außenarbeitsplätze, sodass man bei gutem Wetter nicht in der Bibliothek verschimmelt, sondern halt auch die Sonne genießen kann. Sollte es die Möglichkeit einer Anwesenheitspflicht geben? Nein. Ganz klares Nein. Nächste Frage. Sollte es eine Begrenzung der Prüfungsversuche geben? Okay, unsere Antwort darauf ist eindeutig Nein. Die Abschaffung der Prüfungsversuchregelung ist ein Thema, das wir schon seit mehreren Jahren auf der Tagesordnung stehen haben. Wir glauben, dass halt eine begrenzte Anzahl von Prüfungsversuchen eindeutig nicht damit vereinbar ist, dass wir halt unser Studium selber gestalten wollen. Das bedeutet, man meldet sich einmal für die Prüfung an und ab dann tickt halt die Uhr, dass man unbedingt fertig werden muss. Und man kann noch nicht mal sagen, okay, ich habe es jetzt einmal versucht, im nächsten Semester versuche ich es nicht. Nein, jedes Semester wird ein Prüfungsversuch abgezogen. Und wenn wir ein Studium wollen, das jeder so gestalten kann, wie es für ihn oder für sie am besten passt, dann müssen auch eindeutig die Prüfungsversuche weg. Was läuft an unserer Uni richtig schlecht oder richtig gut? Ja, unserer Meinung an der Uni richtig schlecht läuft es momentan im Aster. Denn der macht seit Jahren einfach nichts. Macht keine gute Arbeit. Das sieht man halt unter anderem daran, dass studentische Projekte nicht richtig gefördert werden, dass es keine selbstorganisiertes kulturelles Leben auf dem Campus gibt, dass es nur vereinzelt Maßnahmen gibt, solche Projekte zu unterstützen. Und das sieht man am Ende halt auch daran, dass der Semesterbeitrag immer weiter steigt. Und daran ist der Aston natürlich auch nicht ganz unschuldig. Okay, was unserer Meinung richtig gut läuft hier an der Uni, man darf ja nicht nur immer meckern, sondern muss ja auch mal was Gutes sagen. In den 70er Jahren gegründet als Reformuniversität und wir finden, das merkt man in Teilen auch immer noch. Also das Klima hier an der Uni ist nochmal ein ganz anderes als bei den ganzen alteingesessenen Universitäten. Das sieht man daran, was hier Studierende auf die Beine stellen, auch alleine, ohne außerhalb Unterstützung. Und das sieht man halt auch daran, dass hier rechtsradikale Listen bei den SR-Wahlen keine Chance haben. Und das wollen wir auf jeden Fall weiter aufrechterhalten und, wenn wir in den Aster kommen, auch auf jeden Fall fördern. So Leute, und was wir euch jetzt auf jeden Fall nochmal abschließend mitgeben wollen, ist, denkt dran, bitte geht zur Wahl diese Woche. Es ist super wichtig, jede Stimme zählt. Ihr habt die Möglichkeit, innerhalb der gesamten Woche wählen zu gehen. Also tut's. Und wenn ihr wählen geht, dann wählt am besten uns, denn wir kämpfen seit 30 Jahren für eine Uni für alle. Und eine Uni für alle gibt es nur mit Aster für alle.